Also wir hatten gerade letzte Woche am 1.9. ein Go-Live für zwei ganz wesentliche Entwicklungen im Bereich Digitalisierung, an denen wir bis zu 3 Jahre intensiv arbeiten. Ja, das eine ist, wie du angesprochen hast, der SmartLink. Der SmartLink adressiert speziell Neukunden, also Kunden, die bisher nicht oder nur sehr wenig mit der Bahn fahren. Und was wir mit dem SmartLink gemacht haben, wir haben unser gesamtes Leistungsspektrum anschaulich, übersichtlich, sehr gut strukturiert und für mich vor allem emotional extrem ansprechend dargestellt. Das heißt, man kann sich jetzt, und smartlink.railcargo.com, es geht auch am Smartphone extrem gut, man kann sich jetzt sehr leicht hineinklicken und hineinvertiefen in die Eisenbahnwelt und dort eben sehen, wie ich vom Transport, wie ich übers Equipment, die diversen Zusatzdienstleistungen bis hin zu Services wie Zertifizierungen, CO2-Berechnungen, da mir meine Bausteine zusammensuchen kann für meine Bahnlogistikdienstleistung. Das ist wirklich, wie mache ich die Rail Cargo Group, in Klammern damit den Schienengüterverkehr, wirklich emotional ansprechend erlebbar. Das ist der SmartLink. Das ist dann der zweite Go-Live, den wir hatten. Mike, das ist der digitale Assistent, adressiert Bestandskunden, also Kunden, die schon auf der Bahn sind, wo wir jetzt zum ersten Mal im großen Umfang Digitalisierung auch gegenüber dem Kunden nutzen und 3 Features live geschalten haben. Das ist das Tracking, also ganz normales Track and Tracing, inklusive Ether-Vorhersage etc. Das ist das Ordering, also wie kann ich die Wagen, die ich brauche, entsprechend bestellen. Und das dritte ist das Capacity Planning, wie kann ich auf Basis meiner Produktionsplanung entsprechend den Logistikbedarf und den Wagenbedarf dahinter ableiten. Die ersten 3 Features haben wir da live geschalten. Mike wird als digitaler Assistent ausgebaut und das Ziel ist, die gesamte Bahnlogistik die Wertschöpfungskette entsprechend abzubilden und zwar in 3 Richtungen. Einerseits durch Richtung unserer Kunden, gespiegelt Richtung unserer Mitarbeiter, für die das genauso die Plattform ist, auf der sie arbeiten und auch für unsere Lieferanten. So. Und wenn man es dann beides zusammennimmt, nämlich den emotional ansprechenden Einstieg über SmartLink und umgekehrt den digitalen Assistenten, der im Wesentlichen den gesamten Bahntransport digitaler, transparenter, effizienter macht, dann werden diese beiden Entwicklungen über die nächsten Jahre zusammenwachsen und genau das abbilden, was du gesagt hast, dass ich nämlich irgendwann einmal mit einer Oberfläche, die mein Anspruch ist, also ansprechend als Amazon ist, einsteige, mir meinen Transport konfiguriere und dann im Wesentlichen in diesem gesamten Angebots-, Planungs-, Leistungserbringungs- bis hin zum Abrechnungsprozess dann entsprechend auch digital durchgeführt werde. Mhm. Aber das heißt, das Track-and-Trace-Modul, das es jetzt schon gibt, kann ich mir wirklich vorstellen, so wie auch als Privatmensch, ich kann dann wirklich nachschauen, wo genau befindet sich sozusagen meine Fuhre quasi am Weg, wie ist der Status etc. Genau, also es gibt eine Listenansicht, gibt es aber auch eine sehr schöne Kartenansicht, wo man dann gruppiert sieht, in welchen Regionen sind die Wagen. Unsere Wagen, die mit GPS-Modulen ausgestattet sind, kann man wirklich auch entsprechend live verfolgen. Ansonsten hat man entsprechend Statusmeldungen, also das ist live und wir schalten gerade unsere Kunden auf.